In diesem Video zeige ich dir, wie du diese drei Osterkränze ganz einfach selber machen kannst. Einmal diesen Kranz aus Eierschalen. Für diesen Kranz brauchen wir die Verpackung der Eier, also Teile von Eierkarton oder Eierschachteln. Und auch für diesen Kranz aus Ästen gibt es einen sehr einfachen Trick, um ihn schön rund zu bekommen. Wie es geht, verrate ich dir gleich und damit willkommen bei der Lifehackerin. Wir starten mit dem Kreis aus Eiern. Dafür brauchen wir Eier, je nach Größe des Kranzes zwischen 5 und 15 Stück. Wir brauchen ein Messer und ein Gefäß zum Aufschlagen der Eier. Später brauchen wir den Heißkleber und ein rundes Gefäß, zum Beispiel einen Topf. Und dann Deko deiner Wahl. Die Eier mit dem Messer weit oben aufschlagen oder vielmehr aufklopfen. Also mehrere Male mit dem Messer auf die Schale klopfen, sodass die aufbricht und sich ein Stück entfernen lässt. Das Ei in einer Schale auffangen und zum Kochen oder Backen verwenden. Mit den weiteren Eiern gleich verfahren. Übrigens, falls du nicht alle Eier für die gleiche Speise brauchst, rate ich dir, die gleich von Anfang an in verschiedenen Gefäßen zu separieren. Daraus mache ich danach zum Beispiel ein leckeres Rührei. Und aus den weiteren Eiern gibt es einen leckeren Schokokuchen aus nur zwei Zutaten. Das Rezept dazu findest du unter dem i. Die Eierschalen anschließend unter fließendem Wasser gut ausspülen und trocknen lassen. Durch das Wegbrechen von Schalenteilen kannst du die Öffnungen noch größer machen und die Eier so vorbereiten, wie du sie später haben möchtest. Nun kommt der Heißkleber zum Einsatz. Diesen auf der Seite einer Eierschale anbringen und ein zweites Ei an das erste kleben. So kleben wir nun Stück für Stück aneinander. Aber einfach so von Auge wird das ganz schön schwierig, damit es am Schluss schön rund wird. Und deshalb verwenden wir hier einen Topf oder ein anderes rundes Gefäß, das etwa die Größe von unserem Kranz hat. Die bereits geklebten Eier kommen innen an den Rand vom Topf. Auf die nächste Eierschale wieder Kleber geben und die nun passend an die ersten kleben. Und so können wir rundherum weiterfahren und bekommen eine gleichmäßige Rundung hin. Das letzte Ei passt bei mir ganz knapp nicht mehr hinein. Deshalb nehme ich den Kranz vorsichtig aus dem Topf und bringe das Ei jetzt an. Dazu den Kleber direkt auf zwei Seiten anbringen und mit dem Ei die Lücke schließen. Kurz trocknen lassen, dann den Kranz zum Beispiel auf eine Holz- oder Schieferplatte stellen und ganz nach Belieben dekorieren. Ich verwende hier zum Beispiel Schleierkraut. Du könntest sowohl Trockenblumen wie auch frische Blumen verwenden. Aber Achtung, die Eier sind nicht komplett wasserdicht, also nicht oder nur wenig Wasser in die Eier geben. Und da die Eier im Vergleich zu klassischen Vasen sehr klein sind, würde ich darauf achten, eher kleine Blumen zu verwenden. Auch in die Mitte unseres Kranzes können wir noch etwas stellen, zum Beispiel einen kleinen Osterhasen. Sieht richtig toll aus, oder? Du kannst diesen Kranz übrigens auch aus gekauften Deko-Eiern zaubern oder auch aus diesen ganz kleinen Eiern. Wichtig ist einfach, dass du echte Eier verwendest, damit du da oben eben wirklich auch eine Öffnung wegbrechen kannst. Bei Plastikeiern müsstest du das irgendwie mit einer Schere oder einem Messer abschneiden. Das wird wahrscheinlich relativ kompliziert. Von den Eiern haben wir ja noch die Eierschachtel übrig und falls du wie wir die regelmäßig sammelst und mehrere davon hast, lässt sich auch daraus ein schöner Frühlingskranz zaubern. Wir brauchen dazu verschiedene Eierkartons, egal von welcher Größe. Außerdem Draht und ein paar Trinkhalme. Außerdem brauchen wir die Schere, eine Zange und zum Schluss wieder etwas Dekomaterial. Aus den Eierschachteln brauchen wir nur diese Mittelteile. Bei einer Viererschachtel gibt es nur ein Stück davon, bei einer Sechser zwei und bei einer Zehnerschachtel sind es zum Beispiel gleich vier Stück, die wir verwenden können. Ich schneide den ganzen Mittelteil einmal aus. Alternativ geht auch rausreißen. Die Mittelstücke müssen einfach intakt bleiben. Du kannst verschiedene Schachtelgrößen verwenden und verschiedene Farben mischen oder bei einer bleiben, ganz wie du magst.
Am Ende brauchst du auf jeden Fall mindestens 20 solcher Mittelstücke. Wenn du es ganz eng aufeinander haben möchtest, brauchst du vielleicht sogar 40, 60 oder noch mehr Stücke. Ich denke, für meinen Kranz reichen so 20, vielleicht 25 Stück und die schneide ich mir jetzt schön zurecht in eine Blütenform. Dazu schneide ich mit der Schere aus jeder Seite ein Blütenblatt. Meist kann man sie auf der Innenseite sogar angedeutet sehen. In den Ecken schneide ich jeweils einen Spickel raus. So fahre ich mit allen Stücken weiter und schneide aus jedem Mittelstück eine Blüte. Du kannst deine übrigens auch eckiger schneiden, den Spickel kleiner oder größer machen, wie du magst. Ich habe die nun alle so dicht ineinander gestapelt und du siehst, würde ich die so dicht haben wollen, bräuchte ich schon noch ein paar mehr. Ich werde da jeweils dazwischen aber so einen kleinen Abstand machen, dann können wir den Kranz am Schluss auch noch dekorieren. Nun nehme ich Draht und forme damit schon mal einen Kreis in der Größe, in der ich den Kranz ungefähr haben möchte. Da kommen dann später einzelne Blüten dran. Ich rechne noch etwas Draht zum Verschließen und fädle anschließend die erste Blüte auf den Draht. Meine haben hier oben alle eh schon so ein Loch. Falls das bei dir nicht der Fall ist, einfach mit einer Schere, einer Ahle oder sonst einem spitzen Gegenstand einfach noch ein kleines Loch machen. Aus Trinkhalmen schneide ich kleine Abstandshalter. Mit kürzeren Stücken wird der Abstand zwischen den Blüten kleiner und mit längeren Stücken entsprechend größer. Meine sind ungefähr 2 cm lang. In die erste Blüte gebe ich einen Abstandshalter. Dann kommt die zweite Blüte, gefolgt vom zweiten Abstandshalter. Und so fahre ich fort und fädle immer eine Blüte, gefolgt von einem Abstandshalter auf meinen Draht auf. Übrigens, falls du deinen Kranz in einer anderen Farbe haben möchtest, könntest du die einzelnen Blüten vorgängig natürlich bemalen. Ich mag dieses Grau aber ganz gut, vor allem auch, weil wir den Kranz anschließend ja noch etwas dekorieren werden. Wenn der Kranz die gewünschte Größe hat, können wir Anfang und Ende miteinander möglichst eng verdrehen. Die Enden einfach abzwacken. Den Kranz kannst du sowohl aufhängen als auch hinlegen. Die Deko würde ich direkt in der richtigen Position anbringen. Das Tolle an diesem Kranz ist, dass du ihn das ganze Jahr verwenden kannst. Mit der passenden Deko zur Jahreszeit kannst du ihn immer wieder neu gestalten. Nun zaubern wir aber noch einen ganz klassischen Kranz aus diesen Ästen. Und mit dem Trick, den ich dir gleich zeigen werde, geht das wirklich ganz schnell. Wir brauchen dazu biegsame, dünne Äste, zum Beispiel von Birke oder Weide. Auch Efeu wäre möglich. Die Baumschere, außerdem Wickeldraht, Zange und wiederum einen Topf oder eine Schüssel mit einem Durchmesser, in welchem wir den Kranz formen wollen. Ich nehme jeweils ein paar Äste zusammen und biege die rund, sodass sie in den Topf passen. Ich lege sie so hinein und passe sie der Form vom Topf an. Nun nehme ich weitere Äste und mache das Gleiche. Ich lege sie so in den Topf, dass die Enden nicht am gleichen Ort liegen wie die ersten, sondern versetzt. So weitermachen, bis dein Kranz die gewünschte Dicke hat. Nun schneiden wir ein Stück Draht zurecht und fahren mit dem einen Ende zwischen Topf und Ästen nach unten und ziehen ihn in der Mitte wieder hoch. So binden wir den Kranz zusammen und verzwirbeln den Draht. Die Drahtenden abzwacken und in den Kranz stecken, damit wir uns daran nicht pieksen. Das gleiche machen wir nun auf der gegenüberliegenden Kranzseite nochmals. Anschließend wiederholen wir das links und rechts nochmals, sodass wir den Kranz an 4 Stellen zusammengebunden haben. Nun den Kranz aus dem Topf nehmen und schon haben wir einen absolut runden Kranz in den Händen. Überstehende Stücke können wir noch in den Kranz stecken oder abschneiden. Auch diesen Kranz können wir nun saisonal gestalten und dekorieren. Ich stecke zum Beispiel etwas Efeu in den Kranz. Und für Ostern können wir ein paar Eier dran binden oder auch kleben. Wenn wir sie kleben, wird einfach nichts mehr aus Umgestalten nach Ostern.
Auch diesen Kranz können wir sowohl legen als auch stellen. Damit haben wir drei total unterschiedliche Kränze für den Frühling und speziell für Ostern gezaubert. Weitere Osterideen von der Lifehackerin findest du hier. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.